Sie hört mich im Benz laut, drück aufs Gaspedal, die ganze Stadt ist Blackout. Wenn ich Party mach, du kennst mich, doch fragst dich seit Jahren, wer steckt bloß unter dem Bandana. Ach Digga, komm, halt doch dein Maul, Alter. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Fahrradfahrer hat es auch ganz mies gefühlt. Ja, der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, alle zusammen, ist, dass ich hier ein 0-100-Video heute aufnehmen werde. Wir haben hier eine schöne, lange Gerade, wo relativ wenig Verkehr ist. Ab und zu mal ein Radfahrer, Fußgänger und sowas. Ne, die fahren wir alle platt. Spaß. Digga. Dann hab ich auf Instagram nochmal halt gefragt, so mäßig, was ihr so sehen wollt. Dann hat einer noch drunter geschrieben, ich weiß nicht, wer es war, ob ich mal generell auf mein Setup, was ich jetzt gerade habe, eingehen könnte. Und ich würde sagen, das machen wir mal eben. So. Meine Karre mal aus. So, also, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein, ach, oh, warte, meine GoPro, warte mal. So, ist ein schönes Ding. Macht das. Wir haben hier kurz für Thumbnail oder so. Ja. Also mein Setup jetzt so gerade, was ich hier alles verbaut habe, ist halt ein Stage 6 MK1 Racing, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann ein Yasuni C16 City mit der ein oder anderen Beule drin. Weiß nicht, ob man das so jetzt sieht. Ja, ist ein bisschen kaputt. Mit einem Pro-Replika-Endschalldämpfer drauf. Fragt nicht warum. Ich habe den halt bekommen ohne Endschalldämpfer. Hab einen Pro-Replika liegen gehabt, hab den da drauf gepackt. Der zieht wahrscheinlich auch noch mies Leistung, weil das hier kann man ja nicht Auslass nennen. Also, ne. Da, wo es komplett rausgeht. genau, dann zur Vario habe ich eine Polini Highspeed drin mit 4,7 Gramm Gewichten. Wandlers Original, rote Gegendruckfeder von Malossi. Warum bin ich denn so außer Atem? Junge. Kupplung ist eine Stage 6 Sport Pro. Originalfedern auf die zweithärteste Stufe gestellt. Also es gibt ja immer die weiche Stufe und eine etwas härtere. Ist noch nicht perfekt. Polini Kupplungsglocke mit zwei Unterlegscheiben oder so sind da drin, damit die nicht blockiert. Also so Ausgleichsdinger. 21er Vergaser, 102er Hauptdüse. Muss noch eine 105er rein, läuft noch ein bisschen zu mager. Und das war es dann auch eigentlich schon vom, ja gut, Membran, wenn ihr das jetzt noch unbedingt wissen wollt. Doppler Glasfasermembran, jetzt habe ich es. ja, wir können eigentlich direkt, ne, wir fahren hier noch ein bisschen warm, dann machen wir das 0-100. Ja, das ist so generell mein momentanes Setup. Ich sag mal so, es ist nichts Teures, es ist nichts Krasses. Aber für Wheelies reicht es alle Male, wenn man die Karre ordentlich hochzieht. So, das geht schon ganz gut. Ne? Die hüpft schön hoch. Hängt schön am Gas. Jetzt bald kommt noch ein breiter Lenker drauf, damit man die Karre auch ein bisschen bei höherer Geschwindigkeit hochziehen kann, weil das liegt halt einfach daran zusammen, dass wenn ich den Lenker jetzt so habe, muss ich so ziehen und habe nicht die Kraft, wie wenn ich so ziehen kann. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, ne? Da ist halt deutlich mehr Kraft, um die Karre halt hochzuziehen. Ich weiß nicht, ob es die 100 km/h schafft. Wir werden einfach mal gucken, wie viel sie schafft. Und halt, wir werden ja sehen, wie die Geschwindigkeit hochgeht. Genau, ich würde sagen, wir bleiben hier oben jetzt einmal stehen. Ich stelle mich mal hier hin, dass wenn ein Traktor kommt oder so, dass der hier auch noch vorbei kann. Aua.
Hoffentlich geht mir mein Handy nicht fliegen, Alter. Das wäre richtig blöde. Okay, seid ihr bereit? Ich bin's auf jeden Fall. Ach, jetzt geht da vorne jemand mit seinem Hund, Alter. Ich kann kotzen. Ich hab mal gerade. Digga, was soll denn das? Was? Doch, die Strecke ist auf die Strecke. Mehr kam da nicht. Mehr kam da nicht. Wir hatten jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 89 km/h. Es wird wahrscheinlich an der Vergaserabstimmung liegen. Also da ist auch noch so ein China-Vergaser für 35 Euro drin. Und der ist, denke ich mal, nicht so gut. Ich werde mir da einen Polini CP23 holen. Irgendwie sowas. Dann halt noch die Ori-Kurbelwelle drin. Noch die Ori-Kurbelwelle drin und so ein Scheiß halt, ne? Da ist noch Potenzial auf jeden Fall nach oben. Ah, jetzt ist die Aerox, glaube ich, wieder mies warm. Ich muss, glaube ich, irgendwie Löcher in meinen Vario-Deckel machen, weil mein Antrieb wird sau heiß, dass da irgendwie ein bisschen Kühlung entsteht oder mir den von Straight holen mit den Löchern drin. Jetzt hat die Karre auch gar keinen Bock mehr irgendwie. Ah doch, da ist es ja. Ja. Ich würde sagen, war ein paar wenig Wheelies dabei. Wir machen jetzt noch einen die Straße runter hier. Mit dem Code MOTOFLOW spart ihr 5% bei Scooter Attack auf alles. Also auf eure gesamte Bestellung spart ihr 5%. Das kann schon mal was ausmachen. Also, dran denken, ne? Schön über meinen Code bestellen. Damit unterstützt ihr auch meine Projekte oder unsere Projekte von Stefan und von mir. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Schön die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz. Guck in die Ferne, sehe Cops, breiter Lenker wie The Rock. Alle wach in meinem Block, nur noch Tuning in meinem Kopf. Sitz auf einer Aerox mit 80, ich fahre schnell, das ist Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haflitz.